Was passierte nach dieser Festnahme? Ja, wir sind also marschiert von Berlin über Wriezen, Werneuchen bis nach Küstrin, waren mehrere Tage unterwegs, wurden von den russischen Soldaten bewacht und kriegten also so ein bisschen Verpflegung, das heißt also Fleisch und trockenes Brot durchgereicht. Und ich habe so eine kleine Episode in Erinnerung. Das fanden sich dann, ich war ja, sah aus wie ein ganz junger, ich sage hier Hitlerjunge Quecks in Anführungsstrichen. Und da hat sich ein älterer Mann an mich herangemacht und er fragte mich, ob ich ihn helfe, tragen wollte. Was tragen im Rucksack? Ich sage, ja, natürlich mache ich das. Naja, und da duzte man sich ja dann gleich und sagte, pass auf, ich habe da Zigaretten drin, die verkaufen wir hier. Dann geht es uns, solange wir Zigaretten haben, geht es uns gut. Ich rauchte noch nicht und der verkaufte nur. Und so haben wir also diesen Marsch ganz gut überstanden, indem wir von anderen Kameraden Verpflegung kriegten, die dann zum Teil auch im Rucksack hielten. So hatten wir aber mehr als andere, weil Zigaretten waren Mangelware und die Zigaretten, die wir beide trugen, waren eine ganze Menge. Und so haben wir uns bei dem Marsch etwas besser über Wasser halten können als die anderen.